Willkommen zurück, liebe Clubfreunde, auf CFTV. Na also, 1:0 gewonnen gegen Sandhausen. Der erste FC Nürnberg kann noch gewinnen. Der neue Trainer Dieter Hecking hat das Zauberhändchen ausgepackt und hat 3 Punkte in Nürnberg gelassen. Ein richtig gutes Fußballspiel war es nicht, eher das Gegenteil. Aber wenn wir uns gleich drüber unterhalten mit meinen 2 CF-Experten, einmal mit Martin Driller an meiner Seite. Servus Martin. Servus. Und online zugeschaltet Peter Heider, unser Klubberer, unser Club-Verrückter, hätte ich fast ein bisschen gesagt. Servus Peter. Servus ihr zwei, grüßt euch, hallo. Servus. Und der Club-Talk, wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Kulmbacher Edelherb, denn Edelherb verbindet. Peter, servus, schön, dass du Zeit gefunden hast. Du hast es mitbekommen, ja, nicht nur den 1:0-Sieg des ersten FC Nürnberg gegen Sandhausen in der quasi letzten oder vorletzten Minute, sondern auch die Ergebnisse davor und die 2 Trainerwechsel. Und da können wir uns heute auch nochmal drüber unterhalten. Wir haben letzte Woche gesagt, Chaos beim ersten FC Nürnberg, mal wieder perfekt. Wie siehst du die Situation beim ersten FC Nürnberg? Wie siehst du die letzten Wochen und Monate? Ja, die Situation ist schwierig beim Club. Das Ganze beruht wohl auch auf der falschen Einschätzung der Kaderstärke von Saisonbeginn. Irgendwie war in der ganzen Saison der Wurm drin. Also sei es jetzt die sportliche Entwicklung, sei es jetzt die Verletztenmisere, die tatsächlich uns so getroffen hat wie schon lange nicht mehr. Sei es die falsche Erwartungshaltung vom Sportvorstand, dass die Transfers nicht so gegriffen haben, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte, obwohl sie zum Teil ja logisch und nachvollziehbar waren, aber irgendwie haben die Spieler bei uns dann nicht so abgeliefert, wie man es sich eigentlich hätte erwarten können. Demzufolge, die sportliche Entwicklung war unbefriedigend. Als erste Konsequenz hat man dann den Robert Klaus entlassen müssen, weil ja auch die fußballerische Entwicklung beim Club wirklich grottenschlecht war. Dann kam der erste Trainerwechsel mit Markus Weinzierl. Da muss ich persönlich sagen, wenn man jetzt so ein bisschen weiter ausholt, mir hat ehrlich gesagt nicht gefallen, dass er in seinem allerersten Statement gleich auf seinen Kollegen losgegangen ist, nach dem Motto, es fehlt an der Fitness. Gut, der Fan war erst einmal zufrieden, nach dem Motto, haben wir schon immer gewusst, an der Fitness hat es gemangelt. Dann hat man dem Markus Weinzierl die Zeit gegeben, bis zur Winterpause die Defensive zu stabilisieren, was er dann auch gestimmt hat. Dummerweise ging dann offensiv gar nichts mehr. Also da waren ja keine gelungenen Spielzüge drin, überhaupt nichts mehr. Dann hat man gedacht, nein, in der Winterpause die ganze Vorbereitung. Jetzt sieht man mal dann die Handschrift von Markus Weinzierl. Ja, und die Handschrift von Markus Weinzierl war, das war eigentlich auch keine Handschrift zu erkennen. Wir hatten schlechte Spiele, wir hatten Niederlagen, wir haben das Derby verloren ohne entsprechenden Einsatz. Und tatsächlich war dann das gegen Heidenheim der Höhepunkt im Negativen gesehen. Und das hat mich schon massiv entsetzt. Also trotz Platzverweis, so kannst du und so darfst du als Club einfach nicht auftreten. Dass es jetzt der Dieter Hecking übernimmt, war irgendwo die logische Konsequenz. Jetzt kann er zeigen, ob der Kader, den er zusammengestellt hat, tatsächlich um so viel besser ist, wie er zumindest zur Mitgliederversammlung noch gesagt hat, obwohl ihm eigentlich schon genug Experten gesagt haben, der Kader ist lange nicht so stark. Der Martin hat es gesagt, ich habe es auch schon gesagt, obwohl ich weit vom Expertenstatus weg bin. Es wird eine verdammt schwierige Saison und ich denke, wir spielen bis Anfang 30. Spieltag mindestens noch um den nackten Klassenerhalt und nicht mehr und nicht weniger. Martin? Ja, ich denke, da ist viel zusammengefasst. Das ist ja auch das, was wir ungefähr die letzten beiden Sendungen so auf den Punkt gebracht haben. Ich finde, der Peter sieht das genau richtig. Was natürlich jetzt entscheidend ist, was macht der Aufsichtsrat? Ich meine, wir haben jetzt zwar mal eine Woche Ruhe, weil wir uns ein bisschen von den Abstiegsplätzen abgesetzt haben mit 4 Punkten. Das ist schon mal eine Woche ein bisschen mehr Ruhe. Aber die Frage ist doch, macht Dieter Hecking jetzt die Saison so weiter und macht er nach der Saison weiter? Denn er sieht ja jetzt, dass einfach der Kader erstmal nicht so ist, wie er ihn eingeschätzt hat und die Trainerauswahl war dementsprechend natürlich auch nicht so perfekt. Jetzt, glaube ich, will er es selber in die Hand nehmen. Er will den Karren aus dem Dreck fahren. Aber die Frage ist, tut er sich nochmal einen Neuaufbau im Kader an?
Weil es müssen ja sehr wahrscheinlich dann wahnsinnig viele Transfers passieren. Sehr wahrscheinlich müssen 20 weg und 10 neue geholt werden bei der Kadergröße. Ich weiß nicht, ob er sich das nochmal antut und ob der Aufsichtsrat darauf vorbereitet ist, wenn Dieter Hecking im Sommer wirklich sagt, passt auf, ich habe jetzt in den 3 Jahren es nicht geschafft, diesen starken Kader aufzubauen, den ich mir vorgestellt habe, und im Sommer geht, ja, nachdem er vielleicht den Club jetzt in der 2. Liga gehalten hat. Und darauf muss der Aufsichtsrat vorbereitet sein. Du gehst auch schon wieder in Richtung Ende der Saison, und jetzt haben wir ja in den letzten 2 Wochen natürlich auch ausgiebig über die Situation beim 1. FC Nürnberg gesprochen, und natürlich lese ich dann auch die Kommentare nach unseren Sendungen, und da hat es dann schon wieder geheißen, jetzt müsst ihr mal aufhören, da drauf zu hauen oder Personalentscheidungen in Frage zu stellen. Jetzt muss Ruhe einkehren und jetzt müssen wir unterstützen und jetzt müssen wir helfen, dass der Club in der Liga bleibt. Und dann, wenn alles wieder gut wird, dann ja, ist die Saison ja, oder beziehungsweise die Saison ist noch nicht zu Ende, die Saison kann man noch retten und so weiter und so weiter. Also wenn man so den einen oder anderen Fan hört und jetzt auch nach dem Ergebnis, nach dem 1:0 Sieg gegen Sandhausen, und ganz ehrlich, wir haben uns das Spiel zusammen angeschaut und ich denke, Peter, da gibt es keine zweite Meinung, es war mit Fußball hat es nichts zu tun, aber okay, 3 Punkte geholt am Ende. Aber ein furchtbares Fußballspiel. Aber dann hörst du jetzt natürlich die Fans schon wieder, oder einige Fans schon wieder, die schon wieder, so ist noch ein Punkt in Hamburg oder was, oder jetzt wird ja schon wieder teilweise von Sieg gesprochen und jetzt geht die Serie los und jetzt gibt mal den Dieter Hecking und den Fiel mal ein bisschen Zeit, dass die reinkommen, und dann rollen wir das Feld von hinten auf und dann wird eben das, was du jetzt gerade ansprichst, ja gar nicht passieren. Und da haben wir uns auch letzte Woche schon drüber unterhalten, und da die Frage an dich, Peter, denkst du denn, wenn die Saison dann doch noch einigermaßen gut abgeschlossen wird, also mit Sicherheit nicht mit dem Saisonziel, das ausgesprochen wurde, 1-6, aber vielleicht irgendwo im gesicherten Mittelfeld, dass dann der Club wieder zur Tagesordnung übergeht, Dieter Hecking wieder zurück auf dem Sportvorstand in seinem Büro sitzt und alles so weitergeht wie bisher? Oder denkst du schon, dass der Aufsichtsrat sagt, okay, hier muss ein Schnitt gemacht werden, hier muss Veränderung rein? Also sagen wir mal so, was der Aufsichtsrat denkt oder was der sich überlegt, kann ich nicht sagen. Aber ich aus meiner Sicht sehe natürlich so, zum einen ja, wir müssen dem Dieter Hecking jetzt die Ruhe an der sportlichen Front geben, damit er versucht, so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Aber parallel muss natürlich diese Saison aufgearbeitet werden, und zwar ganz massiv. Da gibt es ja viele, viele, viele Fragen, die sich auftun. Warum haben die Transfers nicht so funktioniert, wie man sich's überlegt hat? Warum hat es mit den Trainern nicht so funktioniert? Die haben zwar immer sogenannte Teamentscheidungen getroffen, wenn man Robert Klaus, Olaf Rebbe und Dieter Hecking so hört, aber es hat er in der Saison, nachdem er vorher 2 relativ ruhige Saisons hatten, in der Saison hat er gefühlt so gut wie gar nichts geklappt. Und natürlich habe ich jetzt eine Kaderplanung für die nächste Saison und ich muss zweigleisig planen, so bitter wie das klingt. Ich muss auch für die 3. Liga planen. Wir haben viele Leihspieler jetzt im Winter geholt, ein Windahl, ein Flick und wie sie alle heißen, ein Janis Horn. Die gehen definitiv wieder zurück. Es laufen aber auch viele Verträge aus. Man muss sich zum Beispiel überlegen, können wir einen Jens Kastrup unter Umständen behalten? Was ist mit Linus Tempelmann? Was ist mit Fabian Nürnberger? Was ist mit einem Innenverteidiger neben Schindler, neben Hübner? Momentan, wenn man sich das anschaut, 7 Stammspieler, die in der Startelf stehen, potenzielle, da laufen die Verträge aus und wir haben vielleicht nur bei Kastrup die Chance, den zu halten. Das heißt, wir haben wieder einen massiven Umbruch. Und wenn wir dann bei den Transfers, die dann trotz alledem nötig sind, wieder so reinlangen, wie wir in der Saison reingegriffen haben, ja, dann sehe ich ganz, ganz schwere Zeiten auf den Club zukommen. Und auch ein Dieter Hecking muss ich massiv hinterfragen. Und in dem Zusammenhang dann vielleicht auch ein Aufsichtsrat nach dem Motto, wo kann man hier noch unterstützen? Also ich denke, er hat jetzt erst verlängert, ob es dann recht viel Sinn macht, dass wir ihn entlassen. Das sind jetzt Themen, die kann man nach der Saison besprechen. Aber das Problem ist, dass ein Vorstand, Sport, der jetzt in der Doppelfunktion als Trainer arbeitet, für die neue Saison einen Kader zusammenstellen muss, wo er in der Saison eigentlich schon gezeigt hat, dass das gewaltig in die Hose gehen kann. Und da habe ich schon schwere Bedenken diesbezüglich. Also
Das quält mir momentan so ganz und gar nicht beim Club. Aber Peter, da ist ja meine Frage. Es geht ja nicht darum, dass wir Dieter Hecking entlassen, sondern dass vielleicht Dieter Hecking selber einsieht oder sagt, oh Moment, ich habe es in den 3 Jahren nicht geschafft, einen so starken Kader auf die Beine zu stellen als Sportfan, dass er vielleicht selber aufholt. Wir müssen da wirklich aufpassen. Dieter ist auch in einem Alter, möchte vielleicht auch doch wieder nach Hannover zurück zu seiner Frau. Wir wissen das nicht. Wir müssen darauf vorbereitet sein. Und deswegen spreche ich sowas an. Und wie du gerade sagst, es laufen so viele Verträge von Stammspielern aus. Diese Stammspieler wollten zwischen 1 und 6 spielen. Wer sagt denn, dass wir die behalten wollen? Ganz ehrlich, die kicken da unten rum. Die müssen erstmal zeigen, dass sie es verdient haben, beim Club bleiben zu dürfen. Also so einfach ist es auch nicht. Also ich sehe im Moment keinen Spieler, den wir dringend behalten müssen. In dem ganzen Kader nicht. Ja, Duman würde ich schon gern behalten. Also da sehe ich schon noch Potenzial. Und dann den Kasten. Ja, okay. Der hat kaum gespielt die Saison. Ne? Also ja, klar. Verletztes kam ja auch noch dazu. Aber ja, ich gebe dir recht, es könnte natürlich auch sein, dass Dieter Hecking am Ende der Saison sagt, so, das sportliche Minimalziel, nämlich den Klassenerhalt, habe ich geschafft als Trainer, aber ich werde mir das als Sportvorstand nicht mehr antun. Also der Aufsichtsrat, also deswegen, ja. würde gut daran tun, dass er sich vielleicht schon auf einen Rücktritt von Dieter Hecking vielleicht vorbereitet. Also schaden könnte es definitiv nichts. Und der Umbruch wird im Sommer wieder ein riesengroßer sein. Da bin ich voll bei dir und das ist halt das Schwierige an der Geschichte. Wir haben jetzt schon dank des Trainers haben wir einen großen Umbruch im Team gehabt. Mit dem Markus Weinzierl sind ja auf Wunsch vom Trainer viele neue Spieler gekommen. Mit dem nächsten Trainer haben wir dasselbe Problem vielleicht wieder. Wir haben das Problem, das sehe ich halt so beim Club, du richtest dein Spielsystem nicht nach deiner Philosophie aus, sondern was der Trainer vorgibt. Und das ist halt in dem Fall, wenn dann du 2 Trainer hast, die was völlig anderes praktizieren oder präferieren, dann hast du einen Kader, der so wächst, wie er halt jetzt ausschaut im Moment. Das ist halt das Problem, das ich auch dem Dieter Hecking vorwerfen muss. Ein Weinzierl war in meinen Augen nicht die beste Wahl als Trainer-Nachfolger von Robert Klaus, weil er eben einen ganz anderen Fußball bevorzugt, wie der Robert gehabt hat. Aber das wäre ja jetzt auch dann wieder nochmal eine Fehlentscheidung gewesen oder eine Fehleinschätzung von ihm. Die muss er ja auch bei sich dann in die Waage legen. Und das ist die Frage. Ich glaube, dass Dieter Hecking sehr viele Fragen auch an sich selber stellt. Ich glaube, dass er sehr, sehr viel in sich hineinhört. Und wie gesagt, wir reden ja nur um, worauf sich der Aufsichtsrat vielleicht vorbereiten muss, was passieren könnte. Und wenn wir dieses Spiel jetzt gegen Regensburg sehen, ich meine, Dieter Hecking kennt diese Mannschaft, der hat sie zusammengestellt die letzten 3 Jahre. Sind wir ganz ehrlich, da ist ja kein Deut besser geworden am Wochenende. Wir haben ja noch schlechter gespielt als gegen Regensburg zu Hause und gegen Düsseldorf. Du meinst Sandhausen? Gegen Sandhausen, Entschuldigung. Wir haben gegen Sandhausen gespielt und es war schlechter als gegen Regensburg und gegen Düsseldorf. Das muss man ja klipp und klar sagen. Wir hatten genau 2 Aktionen von Duman wegen seiner Klasse, wo er einmal aufs Tor schießt und wo er einen Elfmeter rausholt. Ansonsten haben wir 0 gehabt, nichts. Gegen Sandhausen, eine Mannschaft, die gegen Abstieg spielen will und wir wollen um Aufstieg spielen. Das kann doch nicht der Anspruch des ersten FC Nürnberg sein. Es tut mir leid. Ja, ich bin da auch ehrlich gesagt vor einem großen Rätsel, weil normalerweise denkt man, sind eigentlich ganz gute Fußballer drin, warum es die auf einmal nicht mehr können, warum ein Mats Möller-Daly zum Beispiel völlig abgetaucht ist, warum ein Lino Tempelmann, der letztes Jahr noch deutlich stärker gespielt hat, völlig untertaucht. Keiner ist drin. Da sind wir wieder beim Thema Führungsspieler. Keiner ist drin, der den Leader macht, der den vorangeht. Und das ist das, was mich halt wirklich schwer irritiert, wie man so in seiner Einschätzung von einer Mannschaft daneben liegen kann eigentlich. Das ist das, was ich als Fan überhaupt nicht verstehe. Und das geht mir schon, das stinkt mir schon gewaltig, muss ich sagen. Weil wie willst du da jemals wieder Richtung Zweitligaspitze hinkommen, wenn du dann mit so einer Mannschaft auftrittst, die von Fußball so weit entfernt ist, momentan wie die Erde vom Mond, also um es einmal brutal auszudrücken. Ich schmeiße jetzt nochmal einen rein, Kontinuität beim ersten FC Nürnberg. Ich war auch ich war überrascht nach der Entlassung von Robert Klaus, denn ich dachte, so hat man es zumindest immer verstanden, dass der erste FC Nürnberg
einen Plan hat, ein Konzept hat, das mit Dieter Hecking ganz klar abgesprochen war, mit dem Trainer abgesprochen war. Und ich sehe es auch nicht so, wie es dann doch viele Fans sehen, dass Robert Klaus so eine schlechte Arbeit gemacht hat. Ich habe da teilweise richtig guten Fußball gesehen, wenn es auch am Ende zum Aufstieg oder für ganz oben nicht gereicht hat. Aber war schon eine Entwicklung zu sehen, zumindest habe ich das so gesehen. Und die Trennung dann vom Trainer, die ja dann letztendlich Dieter Hecking vollzogen hat, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich seit Jahren unterhalten. Man kehrt beim ersten FC Nürnberg mal ein bisschen Kontinuität ein. Und wenn man dann so Vereine wie Heidenheim, jetzt komme ich wieder mit der alten Leier, aber es ist einfach so, oder wie Freiburg, nehme die zweimal sehr, sehr gern als Beispiel, die natürlich nicht die Fanbase, die Fanlandschaft wie der erste FC Nürnberg hat und auch vielleicht von der Medienlandschaft her nicht so viel Druck haben. Trotz alledem wird da auch in schwierigen Zeiten, wenn es mal nicht läuft, am Trainer festgehalten und dann fällt man nicht nach 2, 3, 4, 5 Spielen, die dann eben nicht laufen und die Ergebnisse nicht stimmen, um und schmeißt alles über den Haufen. Und das ist doch genau der Punkt. Da wird dann ein neuer Trainer geholt, wo du auch gerade gesagt hast, und wir sind genau der gleichen Meinung. Wobei, ich muss mich da ein bisschen rausziehen, weil ich kann Markus Weinzierl als Trainer da zu wenig einschätzen. Ich weiß nur, dass er große Vereine eine Zeit lang sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Und ich hätte es ihm zugetraut, aber wie gesagt, ich bin da nicht der Experte, da bleibe ich eher dann bei Martin und bei Chris Biechele, aber Dieter Hecking muss ja der Experte sein und Dieter Hecking hat sich für ihn entschieden und er hat halt überhaupt nicht gepasst oder es hat überhaupt nicht gepasst und wie du es ja vorhin auch gesagt hast, Peter, es war ja eine Mannschaft im Großen und Ganzen, bevor dann eben die Veränderungen von Markus Weinzierl, eben die anderen Spieler, die neuen Spieler dazugekommen sind, die ja schon sehr, sehr guten Fußball, zumindest für mein Dafürhalten, beim ersten FC Nürnberg gezeigt hat. Also die können ja nicht von heute auf morgen das Fußballspiel verlernt haben. Und da frage ich mich dann halt einfach zum einen, wie gesagt, warum bleibt man nicht auch in der Phase, wo es schwierig ist, hält man einen Trainer fest? Und wenn man dann einen Trainer holt, warum holt man nicht einen Trainer, der dann zumindest zu diesen Spielern, die man hat, und ja, der Dieter Hecking dann eben auch geholt und verpflichtet, letztendlich auch passen? Also warum fragt man nicht einen Weinzierl oder weiß, wie Weinzierl Fußball spielen will, wie Weinzierl, oder ob der Trainer, den man jetzt für Robert Klaus holt, ich habe das letzte Woche ja auch schon angerissen, der dann eben auch passt? Warum holt man dann den Weinzierl, der ja hinten und vorne nicht funktioniert, wie Martin gerade gesagt hat, sogar noch schlechteren Fußball letztendlich abliefert? Naja, sagen wir es so, im Winter hat der Dieter Hecking hat im Winter ganz klar auf die Verletzungen reagieren müssen. Das war Verletzung von Lorenz, war klar, musst du Ersatz holen. Für den Flick haben wir geholt als Sechser. Und dann kamen aber so Verpflichtungen wie Goller und Blum. Ich denke, das waren dann so die Wünsche von Markus Weinzierl, weil er Außenspieler haben wollte. Danny Blum, tut mir richtig leid, er hat bei uns eine Woche mittrainiert, war eigentlich fit und dann sind die Verletzungen wieder aufgebrochen. Das wird natürlich auch dem Hecking angelastet. Ich sage, das kann man vielleicht noch unter der Kategorie Pech abhaken, aber vom Grundsatz her gebe ich dir recht, die Auswahl von Weinzierl war nicht optimal, weil der Trainer mit seinem Spiel, mit seiner Art zu spielen, eigentlich nicht zum Kader gepasst hat, was dann halt zur Folge hatte, dass der Hecking im Winter wieder reagieren müsste. Nicht nur auf die Verletzungen, sondern halt auch auf die Wünsche von Markus Weinzierl. Und damit hast du dann halt einen Kader, der momentan gut durch die Verletzungen, durch die Leihspieler wird er wieder ausgedünnt, aber du hast einen übergroßen Kader und hast trotzdem... Der Beste ist eigentlich noch der Flick auf der Sechserposition. Und alles andere hat sich noch nicht zeigen können. Windahl ist ein solider Torhüter, das ist in Ordnung. Und Flick ist ein guter Transfer. Die anderen konnten sich noch nicht zeigen, weil selbst verletzt, immer noch verletzt. Goller war auch noch nicht richtig mit seinen Einsatzzeiten da. Es ist schwierig und da bewerte ich dann die Arbeit von Dieter Hecking sowohl bei der Trainerauswahl als auch bei den Transfers schon kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Für die Zusammenstellung an sich ist er jetzt schon über 3 Jahre verantwortlich. Und die ganzen Spieler, die heute jetzt da drin sind, waren eigentlich alles seine Transfers. Und wir haben es
bis heute nicht geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die einen halbwegs vernünftigen, attraktiven Fußball spielt. Und das macht es halt für die Fans so schwer. Und es ist ja ein Wunder, es waren ja trotzdem fast 30.000 gegen Sandhausen im Stadion, das muss man sich mal geben, dass dann ein Thomas Gredlein auf der Pressekonferenz, wo dann Dieter Hecking gesagt hat, er macht selber sich hinstellt und sagt, die Fans tragen die Unruhe in den Verein rein. Boah, haben wir gedacht, Halleluja, da hast du wieder einen rausgehaut, Dr. Gredlein, das war so ungeschickt. Bin ich bei dir, Peter, aber du haust auch einen raus und da geht es mir so, dass ich sage, boah, und das ist beim Thema Winterhall, bei Torhüter, der verpflichtet wurde für Chris Martenia, was für mich und auch für Martin, wir haben uns darüber unterhalten, und da möchte ich gar nicht die Leistung vom Ersatz von Martenia in Frage stellen, aber ich frage mich, und da sind wir wieder bei der Kaderplanung, bei dem aufgeblähten Kader, den wir haben, und bitte, liebe Clubfans, hört mir jetzt wieder auf und sagt mir, da sind ja 10 oder 15 Spieler aus den U-Mannschaften, werden da mitgerechnet. Die Situation sieht ganz, ganz anders aus. Wir haben den aufgeblasenen Kader und die Spieler müssen alle bezahlt werden. Und letztendlich verletzt sich der ein oder andere Spieler, wie in dem Fall jetzt Martenia, oder ein Trainer kommt, findet einen Kader, ob die jetzt aus der U-Mannschaft kommen oder ob das jetzt, ob die in der ersten Mannschaft zu Hause sind, spielt doch gar keine Rolle. Auf jeden Fall kommt ein Weinziel und braucht 5, 6, 7 neue Spieler. Martenia verletzt sich und du hast ja Ersatztorhüter en masse beim 1. FC Nürnberg, aber es muss sofort ein Ersatz geholt werden, ob der Verletzung von Martenia, und das sind so Dinge, wo ich nicht verstehe. Das heißt praktisch, wir schleifen den Kader, wir bezahlen den Kader das ganze Jahr über durch, und wenn sich ein weiß Gott wichtiger Spieler wie in dem Fall jetzt Martenia verletzt, greift man nicht auf die Torhüter, die hinten dran sind und die ja eigentlich auch irgendwann mal zur Nummer 1 werden sollen. Also mal zumindest die Chance haben, dass sie vielleicht irgendwann mal die Nummer 1 werden oder die Nummer 1 ablösen. Das ist beim 1. FC Nürnberg gar nicht der Fall. Also wie gesagt, Martenia verletzt sich und es wird sofort einer hinterhergeholt. Neuer Trainer kommt, braucht sofort neue Spieler. Und deswegen wird wahrscheinlich jetzt auch Dieter Hecking übernommen haben, weil man natürlich wieder mit einem neuen Trainer, der dann natürlich auch wieder zusätzliches Geld kostet, auch wieder eine ganz andere Philosophie hat, eine ganz andere Idee hat, Fußball zu spielen, und dann vielleicht wieder sagt, du, die Krücken hier, entschuldige meine Wortwahl, aber ne, so denkt dann der Trainer ja wahrscheinlich, sonst würde er sich ja keine neuen Spieler wünschen. Also das haut doch alles hin und vorne nicht mehr hin, Peter. Ja, da könnte man wahrscheinlich tagelang drüber diskutieren, über dieses Thema, oder stundenlang. Das ist, es ist ein schwieriges Thema, ja, und ich habe es, ehrlich gesagt, der Winterhall, als dass man dann 3 Torhüter hat, das mag ja sein, aber die Frage ist, man hat ihn dann nach relativ kurzer Vorbereitungszeit wieder klar zur Nummer 1 erklärt. Ist natürlich für einen Karl Klaus auch nicht gerade die beste Motivation. Und für einen U23-Torhüter Reicher, dessen Vertrag dann im Sommer ausläuft, ist das natürlich auch nicht besonders motivationsbildend, sage ich jetzt einmal. Ne? Also wenn der sich dann einen anderen Verein sucht, muss man sich dann auch nicht wundern, weil er sagt, naja, ich kriege ja keine Chance beim Club. Also das ist dann auch so ein Thema mit unseren Nachwuchsspielen und mit den Chancen, die sie dann kriegen. Natürlich sagt dann Dieter Hecking, er erwartet eigentlich mehr von den Nachwuchsspielen, dass sie dann den allerletzten Schritt gehen. Aber das ist auch das Thema Nachwuchsleistungszentrum. Das ist was, da könntest du dich wahrscheinlich tagelang drüber unterhalten. Wenn man sich jetzt einmal so überlegt, welcher Spieler beim Club, der so das Nachwuchsleistungszentrum nicht einmal 5 Jahre, aber so der so in der U17 gekommen ist oder in der U19 meinetwegen, dann bis zur U23, der dann zu den Profis hochgezogen kommt, der einen Profivertrag bekommen hat, wer von denen hat sich bei uns dann durchgesetzt? Also Schuranov in einer kurzen Phase, der ist jetzt auch wieder in der Versenkung verschwommen. Dann war mal ein Brian Kayo war mal in der ersten Startelf, der durfte dann mal kurz zeigen, eine Schalke durfte kurz mal sich zeigen. Die sind alle wieder weg, aber die sind alle mit einem Profivertrag ausgestattet. Da frage ich mich auch, was ist im Nachwuchsleistungszentrum, was noch nicht so ganz stimmt? Wie schaut es bei anderen Vereinen aus? Ich meine, man darf jetzt natürlich unsere nicht mit einem Mokoko vergleichen oder mit anderen oder mit Musiala, das natürlich nicht. Aber wer aus der Clubjugend hat es in den letzten Jahren geschafft, dass er zu einer tragenden Säule in der ersten Mannschaft geworden ist? Und da fällt mir ganz ehrlich keiner ein.
Aber Peter, da ist meine Frage ist da relativ einfach. Wir haben jetzt ein paar aus der U19 und von den Amateuren hochgezogen, wie zum Beispiel Linksverteidiger Braun. Wir haben zwei verletzte Verteidiger links, holen dann den Horn, der verletzt sich auch noch, und dann spielt der Braun immer noch nicht. Das ist so eine Frage. Wofür gebe ich dem Braun dann einen Profivertrag? Wofür gebe ich drei Torhütern einen Profivertrag, wenn sich einer verletzt, wenn ich einen neuen kaufe? Warum brauche ich dann vor der Saison drei Torhüter? Ich brauche dann doch nur die Hälfte verpflichten, wenn ich sie sowieso nicht für gut genug erhalte. Das ist doch mein Problem. Wir haben jetzt 35 Spieler im Kader. 35. Bayern München macht 10 Spiele mehr plus Länderspiele für alle ihre Spieler. Die haben 27. Wir haben 8 Spieler mehr als Bayern München im Kader. 6 Spieler mehr als Union Berlin. Selbst Dortmund hat nur 33 Spieler. Und die spielen auf 3 Hochzeiten und haben nur Nationalspieler, die während der Saison auch noch weg müssen. Ich verstehe es nicht. Wenn ich Spieler nicht spielen lassen will, brauche ich denen auch keinen Profivertrag geben. Das ist doch, ich sehe das als völligen Unfug. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich bin ja zum Teil bei dir. Ich meine, zum Teil ist es den Verletzungen geschuldet. Aber ja, man muss sich dann überlegen, traue ich es den Jungs zu? Und wenn nicht, warum habe ich dann denen überhaupt den Profivertrag gegeben? Die Frage. Genau, darum geht's. Muss man dann ja wohl stellen dürfen. Wann? Ich habe einen Kaio, ich habe einen Braunen, ich habe einen Nischalke. Ich habe, wie gesagt, Schuranov auch noch. Aber wenn ich es denen nicht zutraue, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, warum gebe ich dann denen überhaupt einen Profivertrag? Und warum setze ich dann denen wieder einen Jungen vor die Nase? Das nächste Beispiel, Martin, der Neuzugang, der Puerta. Der spielt meine Begriffe auf einer Position, wo eigentlich auch ein Can Usun spielen könnte oder auch sollte. An der Stelle von Can weiß ich nicht, ob ich jetzt da so hellauf begeistert wäre, wenn mir jetzt wieder einer vor die Nase gesetzt wird, der, weil er Leihspieler ist von Leverkusen, ja vermutlich auch spielen soll beim Club. Okay, da muss ich schauen, was mache ich da mit Mats Möller-Deli, gebe ich den nach links, nehme ich ihn raus. Also es ist doch wieder, nochmal, wir blähen den Kader auf und mit jedem Spieler, den wir mehr in den Kader holen, sind es mehr Möglichkeiten für den Trainer und mehr Denkanstöße für den Trainer. Das macht einen Trainer auch bekloppt, denn er muss 35 Spielern gerecht werden. Ja? Und dass dann mehr unzufriedene Spieler in der Kabine rumhocken als zufriedene bei 35, das müsste ja jedem klar sein. Ja, das ist schon klar, da gebe ich dir schon recht. Vor allem selbst wenn du jetzt dann 5 oder 6 Verletzte hast, hast du dann immer noch im Training 25 oder 28 Spiele. Und davon gehen 18 in den Spieltagskader und 10 Mann sind außen vor. Und das weißt du als Profi sehr viel besser noch, wie wir als Fans, wie du dich dann da fühlst, wenn du dir in der Woche im Training den Arsch aufreißt und dann denkst du, Scheiße, bist Nummer 21, Nummer 22 und bist noch nicht mal im Kader drin. Und irgendwann verlierst dann halt die Lust oder dann denkst du halt, du suchst halt, der Trainer ist schuld oder was auch immer, und dann wächst halt irgendwo schleichend die Unzufriedenheit in der ganzen Truppe. Und das ist natürlich auch gefährlich, gerade wenn du im Abstiegskampf steckst. Da musst du eigentlich eine verschworene Einheit sein, wo sich wirklich einer für den anderen den Hintern aufreißt. Das ist halt auch so ein Problem, das ich noch nicht so ganz sehe. Das Thema Abstiegskampf hat man beim Club bis jetzt überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Man hat sich schlichtweg geweigert, das, was der Club abliefert, als Abstiegskampf zu bezeichnen. Auch das ist ein Fehler in meinen Augen. Man muss es einfach so benennen. Da bricht man sich doch keinen Zacken aus der Krone. Wir sind 3 Punkte vom Direktabstieg, inzwischen ein bisschen mehr, aber wir waren so knapp vom Direktabstieg oder vom Relegationsplatz, was, wenn nicht dann Abstiegskampf. Das ist Abstiegskampf, knallhart, nichts anderes. Was mich gewundert hat, nicht die vereinzelten Pfiffe gegen Dieter Hecking und Thomas Gredlein im Stadion, die zu hören waren, sondern eben auch Plakate von den Ultras bezüglich Nils Rosso. Hat mich so ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr genau drauf, aber ging es eben so darum, irgendwie 4 Jahre und unsere Werte nicht erkannt, irgendwie so. Also nach 4 Jahren im Amt unsere Werte nicht erkannt, irgendwie so ähnlich war es, Peter, glaube ich. Seid mir nicht böse, wenn ich es jetzt nicht hundertprozentig rüberbringe, aber ging in die Richtung auf jeden Fall. Auf jeden Fall zählen die Ultras Nils Rosso an, den Finanzvorstand des 1. FC Nürnberg. Was ist da los, Peter? Ja, gute Frage, da bin ich viel zu weit weg von der aktiven Fanszene. Wobei man muss natürlich schon unterscheiden, also es war BDA, die das Banner ausgehängt hat, also Banda di Amici, das ist ja eine Gruppierung innerhalb der Ultras. Das eine ist ja UN94, das andere ist BDA. Und ich vermute einfach nur,
das, was der Rossov so anstößt innerhalb vom Verein, das Online-Ticketing, dass man sich die Bratwurst vorab bestellen kann und lauter solche Sachen. Das sind Dinge, die den Ultras, den Aktiven, nicht passen. Und dagegen wehren sie sich. Und ich glaube auch, was vielen sauer aufstößt und was auch ich persönlich nie so richtig verstanden habe, ist, wie man die Fanbetreuung unter Beppo Bergmann, von der Seite noch einmal gute Besserung an ihn, wie man das unter das CSR hat runterstellen können. Das habe ich auch nie verstanden. Das hat sicherlich auch für Unmut bei der aktiven Fanszene gesorgt. Und ich denke, es ist einfach so, diese Schritte Richtung Modernisierung des Vereins, die der Nils Rossov geht mit diesen elektronischen Gimmicks, sage ich es einmal, dass das vielen Traditionalisten nicht passt und die sich dagegen wehren. Also mit dem Online-Ticketing gab es letzte in das vor ein paar Spielen beim Heimspiel schon mal, ich glaube vor der Mitgliederversammlung gab es sogar schon mal deutlich heftigeres Plakat, da hieß es dann irgendwann, da gibt es dann Krawall, wenn man da nicht drauf eingeht. Also da sind die schon sehr, sehr heftig unterwegs. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht, weil wir wollen nicht ausgliedern, hat Nils Rossov ganz klar gesagt, und den Verein müssen wir modernisieren. Und das sind halt so kleine Schritte, die tun aber niemandem weh. Und ich verstehe die Intention ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil da müssen wir mit den Jungs erst einmal drüber diskutieren, was sind denn ihre Werte? Dazu sagen sie eigentlich gar nichts. Das würde mich mal interessieren. Welche Werte sehen Sie da verraten? Und wie groß die Gruppe ist, kann ich dir nicht sagen. Und wie wichtig, dass die sich nehmen, kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich finde es einfach nicht in Ordnung, weil der Rossov ist einer derjenigen, der wenigstens dafür sorgt, dass der Club finanziell sich versucht zu drabbeln. Was ist da, um vielleicht jetzt den einen oder anderen Fan noch mitzunehmen, der da gar nicht mitbekommen hat, was da los ist, mit Jürgen Bergmann eigentlich genau am Start? Du scheinst da ein bisschen genauere Infos zu haben. Gib uns die mal. Naja, der Jürgen Bergmann, der ist ja Fanbeauftragter, einer der Hauptamtlichen beim Club. Die musst du ja haben. Und die Fanbetreuung ist ja dann zur CSR eingegliedert worden. Und dann hat der Jürgen Bergmann gesagt, ich trete am Ende der Saison von meinem Amt zurück, weil ich mir das nicht geben will. So hat er es mir. Also es ist nicht seins, wenn die aktive Fanbetreuung nicht unabhängig ist, sondern wenn die noch in einer anderen Abteilung mit integriert ist. So hat er es mir also auf der Mitgliederversammlung gesagt. Es ist halt, das macht, diesen Weg möchte er nicht mehr mitgehen und deswegen tritt er vor seinem Amt zurück. Ja. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht. Wir sind, glaube ich, der einzige Verein in der Bundesliga und in der zweiten Liga, die diese Fanbetreuung jetzt noch einmal irgendwo anders eingegliedert hat, dass sie nicht unabhängig arbeiten kann. Das sind wir, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal in Fußball Deutschland. Ich habe es auch nicht verstanden. Und dass das dann unter den aktiven Auswärtsfahrern nicht gerade für Begeisterung sorgt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Jürgen Bergmann hat es viele, viele Jahre für den ersten FC Nürnberg mit viel, viel Herzblut gemacht. Also ich war auch überrascht, wie ich das gelesen habe. Aber ich, wie gesagt, habe dann eben auch nur vereinzelt, war dann was von Krankheit gestanden, eventuell. Und da ist drum und dran, das mit dem Eingliedern da in das CCR heißt, oder? Richtig? CSR, CCR? Hab's jetzt gar nicht. Helf mir. Ja, CSR-Abteilung und die Corporate Responsible Soziale, es gibt die Abteilung CSR, den englischen Begriff, den kriege ich jetzt gerade nicht raus, und da ist die Fanbetreuung untergegliedert worden sozusagen. Das war vorher, die Fanbetreuung war frei sozusagen im Verein und ist jetzt CSR untergegliedert worden. Und das hat dann für sehr viel Unmut gesorgt. Krankheit kam der beim Jürgen ja noch dazu. Der war ja jetzt auch tatsächlich wirklich ernsthaft krank, war sogar lange Zeit im Krankenhaus. Deswegen habe ich gesagt, gute Besserung noch einmal von meiner Seite. Gute Besserung, ja. Auch von unserer Seite natürlich. Und aber er hat gesagt, den Weg, den sie jetzt beschlossen haben zu gehen mit der Fanbetreuung, den möchte er nicht mitnehmen. Das ist für mich zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, er war über viele Jahre auch ein Ansprechpartner für die Fans. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor bei uns im Verein. Ich bin gespannt, wer diese Aufgabe übernehmen wird und kann. Ich glaube, so viel Vertrauen der Fans zu einer Person im Verein, die muss erstmal aufgebaut werden, und dafür braucht man ein paar Jahre. Ich wünsche dem Verein da wirklich eine gute Hand, dass man da jemanden findet,
der wirklich eine Ader hat, den Zuspruch auch von den Fans hat, wo Probleme besprochen werden. Da geht es ja nicht nur darum, um drei Busse zu bestellen, sondern das ist ganz, ganz viel Arbeit. Messerwetzen, der Pico haut wieder einen raus. Ich frage mich so allgemein so ein bisschen, ob es, ja, und auch gerade beim Club so manchmal um alles geht, bloß nicht mehr so richtig um Fußball. Also alles in Ordnung, wenn es mal eine Schweigeminute gibt, da bin ich dabei und finde ich absolut in Ordnung. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, viele, viele Dinge um den Fußball herum haben beim ersten FC Nürnberg erste Priorität und der runde Ball, das Leder auf dem grünen Rasen steht so ein bisschen hinten an, also zumindest wenn man die Ergebnisse anschaut, auf jeden Fall. Aber irgendwo, das Ganze bläht sich immer mehr ein bisschen mehr so auf, der Fußball rückt immer mehr in den Hintergrund, oder? Ja, aber das ist nun mal das Moderne. Man muss natürlich überall ein bisschen mitmachen, das gehört sich sozusagen zur Modernisierung. Aber man kann damit natürlich auch wunderbar von den Leistungen und von vielen Fehlern im Oberhaus dann auch ablenken. Das ist natürlich dann auch einfach. Ne, man nimmt einfach hier noch eine Aktion, da noch eine Aktion und noch eine Aktion und man spricht einfach nicht mehr über die Fehler, die gemacht werden. Das ist natürlich eine schöne Ablenkung, aber es gehört trotz alledem zu dem modernen Fußball dazu, dass diese Dinge auch gemacht werden. Aber das Fundament, die Base ist der Fußball? Aber wenn die Base ja nicht da ist oder nicht funktioniert, muss man ja irgendwie anders ablenken. Das ist nun mal so. Okay. Wir kommen immer auf das Gleiche. Im Moment ist es einfach, der Wurm steckt drin. Wir müssen sehen, dass wir jetzt weiter punkten. Es wird natürlich am Wochenende sehr schwer. Ich hoffe, dass Dieter Hecking irgendwas aus dem Hut zieht und in Hamburg punktet, damit wir nicht wieder diesen 4-Punkte-Vorsprung zur Relegation verlieren. Und wir können nur hoffen. Und ich schaff's nicht mehr in Tempel, weil letztes Wochenende hat es ja geklappt. Da bin ich ja in Tempel gegangen. Da haben wir irgendwie glücklicherweise die 3 Punkte holen können. Vielleicht, ich gehe. Ja, das wäre doch mal was. Du gehst in Tempel und spendest oder betest da eine Runde und vielleicht reicht das ja und wir beten uns einfach zum Klassenerhalt und für einen guten Tabellenplatz und hoffen jetzt einfach, dass wir am Wochenende nochmal punkten. Einfach oder dreifach wäre mir egal, Hauptsache wir punkten. Peter, um zurück zum Sportlichen zu kommen, Martin hat er gut übergeleitet, der HSV steht an und ich denke, wir wollen hier auch nicht Öl ins Feuer gießen, zumindest nicht jetzt und nicht aktuell, aber zum Ende der Saison, wenn die Punkte eingefahren sind und der Club safe in der zweiten Fußball-Bundesliga bleibt, dann werden wir mit Sicherheit auch nochmal den Finger in die Wunde legen und dann wollen wir auch mal wissen, was denn jetzt eigentlich, ich bin gar nicht so der dann für Nachkatteln ist und dann eben nochmal alles hinterfragt, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, was da schiefgelaufen ist, sondern so ein bisschen nach vorne schauen, was man jetzt denn endlich mal machen muss, um den ersten FC Nürnberg mal wieder ein bisschen, und du hast es vorhin schön gesagt, in ruhigere Fahrwasser zu bekommen, dass er zumindest in der zweiten Fußball-Bundesliga wieder eine Rolle spielt. Und wir haben uns gestern drüber unterhalten, kommen wir immer mehr Hochkaräter runter in die zweite Fußball-Bundesliga und da muss der Club natürlich aufpassen, dass er nicht auch irgendwann in der zweiten Liga irgendwann keine Rolle mehr spielt. Und im Moment schaut es ja zumindest so aus. Hamburg steht an, Peter, der HSV als wartet in Hamburg auf den ersten FC Nürnberg. Was erwartest du da vom Club nach dem Ergebnis jetzt gegen Sandhausen? Haben ja gewonnen, aber das Spiel, also so brauchst du da nicht auftreten, oder? Sagen wir so, ich erwarte definitiv was Besseres wie in Heidenheim. Das war ja nach unten kaum mehr zu toppen. Es wird natürlich schwer, aber wir müssen auch irgendwann, egal wie, tatsächlich mal auswärts bei solchen Mannschaften einen Überraschungspunkt holen, weil sonst bist du nämlich mit deinen Heimspielen gegen Braunschweig oder dann gegen Bielefeld und so, stehst du wieder enorm unter Druck, dass du unbedingt gewinnen musst. Deswegen wäre es schon mal gut, wenn wir gegen Hamburg einen Plan haben, wie wir denn ihre Offensive stoppen können, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die kämpferisch alles gibt, dass wir uns nicht so stellen, wie wir sich gestellt haben gegen Heidenheim mit einem dummen Foul. Gut, die rote Karte war diskussionswürdig, aber insgesamt müssen wir sagen, das war keine Mannschaftsleistung gegen Heidenheim. Und das, denke ich, das sowas
kannst du dir in der Phase der Saison, oder kannst du dir eigentlich grundsätzlich nicht leisten und jetzt schon gleich zweimal nicht mehr. Ich hoffe einen Punkt, mir fehlt momentan tatsächlich fast ein bisschen die Fantasie, wie wir das schaffen sollen, aber vielleicht haben wir ja mal, hat Hamburg ja wegen einen schlechteren Tag, vielleicht kommt jetzt wieder die Phase der Hamburger, wo sie nachlassen, weil sie wissen, sie müssen unbedingt aufsteigen, verkrampfen ein bisschen. Ja, ich hoffe auf ein Unentschieden, 0-0, 1-1, das wäre schon mal gut, weil den Punkt, den brauchen wir bitte nötig, unbedingt. Martin, wir haben uns unterhalten, du hast so ein bisschen Angst, wobei du ja trotzdem sagst, ich glaube, ich darf das verraten, absteigen wird der Club am Ende nicht, aber es wird eng. Und was erwartest du für einen Club in Hamburg? Also wenn man grundsätzlich jetzt die Leistung der letzten Woche nimmt vom HSV und von uns, ja, wird es sehr wahrscheinlich ähnlich aussehen wie in Heidenheim, vielleicht nicht ganz so hoch. Aber wie gesagt, Dieter Hecking ist ein erfahrener Trainer, ein alter Haudegen. Er kennt die Hamburger sehr gut, er war dort ja selber noch als Trainer beschäftigt. Ich glaube schon, dass er irgendwas zusammenzaubert. Aber im Grunde genommen sollten wir nicht zu viel erwarten. Aber was wir erwarten sollen oder dürfen, ist, dass die Mannschaft alles gibt. Sie wird sich mit Sicherheit ein bisschen hinten reinstellen, noch mehr als jetzt gegen Sandhausen sehr wahrscheinlich. Und sie wird erstmal, ja, sie wird sehr wahrscheinlich einen Mannschaftsbus ins Tor stellen und dann versuchen, ein, zwei Konter zu fahren. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir dort haben. Denn ich glaube, der Mut, vorne zu attackieren, den haben wir einfach im Moment nicht. Den hatten wir nicht mal gegen Sandhausen im Heimspiel. Dann werden wir den in Hamburg auch nicht haben. Ich hoffe wirklich auf irgendwie auf einen Punkt. Ja, und dass die unteren Vereine vielleicht wieder Punkte lassen und keine holen, sodass wir Schritt für Schritt uns vom Relegationsplatz verabschieden. Das hoffen wir alle, Peter, und ja, irgendwie wird's schon werden. Wir drücken die Daumen dem ersten FC Nürnberg und fiebern da alle mit. Ich habe auch nicht so viel Hoffnung, dass wir in Hamburg was holen. Und wie du das gerade so schön gesagt hast, der HSV lässt dann wieder so ein bisschen nach. Das ist dann immer so, erst zum Ende der Saison, erinnere ich mich, so die letzten 3, 4, 5, 6 Spiele geht's dann los. Aber es ist noch ein bisschen früh. Aber okay, vielleicht tut der HSV uns einen Gefallen und der Dieter Hecking, du hast das gerade auch gesagt, kennt ja den HSV auch so ein bisschen, weiß vielleicht, wie man da unten was mit nach Franken holt. Wie gesagt, wir drücken die Daumen und dir ganz lieben Dank, Peter, für deine Zeit. Und wir arbeiten das Ganze dann zum Ende der Saison nochmal auf, dann schalten wir dich wieder zu oder wir treffen uns dann in der großen Runde mal und diskutieren dann mal, wie es dann beim ersten FC Nürnberg in der Zukunft ausschauen könnte. Ist ja auch einiges geplant, eben auch mit Nils Rosso bezüglich einem neuen Stadion und so weiter. Also Ideen sind ja da und Visionen sind da, bloß wie gesagt, und das hatte ich vorhin gemeint, die Base muss passen und das ist der Fußball, das heißt, die Punkte müssen her und ich glaube, der Club muss dann nicht mal mehr so zwingend, dringend in die erste Fußball-Bundesliga, wenn du in der zweiten Liga zumindest mal eine Zeit lang da oben gut mitspielst und dich erstmal so ein bisschen etablierst, da wären wir ja alle schon dankbar, wenn wir da erstmal hinkommen. Also, und da haben wir uns letzte Woche unterhalten, Step by Step und Schritt für Schritt und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Peter, vielen Dank, schöne Zeit, liebe Grüße, dir auch, Martin. Danke. Und dem ersten FC Nürnberg alles Gute. Servus, ciao. Schöne Grüße, ciao. Bye-bye. Tschüss.